Hallo und seid herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr sehen könnt von DigiLegend, ja, was da los? Ganz einfach. Ich wollte euch eigentlich Silvally vorstellen, doch da gab es ein paar Probleme und jetzt schaue ich ja heute nochmal einen Tag mit dem Herrn, ob er das irgendwie hinbekommt, dass ich in seinen Account rein kann, beziehungsweise auch dann Silvally vorstellen kann. Deswegen gibt es mal wieder DigiLegend, wurde sich auch schon mal wieder gewünscht. Es kam einfach viel zu selten und ich sage euch auch den Grund ganz einfach: dadurch, dass halt Monster Revolte und sowas ein bisschen schwieriger ist oder 5 Uhr früh ist, wo ich sehr wahrscheinlich noch penne, oder für den Fall, dass ich mal mit einem Kumpel oder einer Freundin oder mit mehreren Freunden mal was trinke, dann kann ich da vielleicht auch noch was, denn doch da habe ich anderes im Kopf als die Legend. Kurz und knapp, wir schauen jetzt einfach mal, was es hier so Neues gibt. Assist once, was zur Hölle? Was? Ah, okay, hier gibt es jetzt auch Assist, cool. Und es gibt Combo-Skill. Okay, da muss ich mich erstmal ein bisschen reinlesen. Ich will jetzt mich aktiver hier wieder zocken. Ich will aktiver die Legends rocken. Ihr seht auch hier mein Ranking, 44. Also ich habe hier richtig stark nachgelassen. Ich habe wirklich schon länger nicht mehr gezockt. Ich habe hier keinen Plan, was abgeht. Ich muss mich hier erstmal wieder reinfuchsen. Okay. Oh, was zum Teufel bist du? Das werde ich mir auf jeden Fall noch holen. Warte, bis zum 11. geht das. 7, na, das wird knapp. Warte, 7, 8, 9, 10, 11. Jo, sollte passen. Werde ich mir noch holen. Dann werdet ihr das am 11. zu sehen bekommen. Und vor allem, ob es sich lohnt. Doch ich würde jetzt einfach mal sagen. Ja, gute Frage. Was will ich denn sagen? Ja, schauen einfach mal, was wir so machen können. Das Video sollte relativ kurz und knapp werden, denn wie gesagt, ich habe hier keinen Plan mehr. Obwohl, gibt es hier Wetter. Vielleicht haben wir Glück. Weg mit dir. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Hier unten will ich hin. Hallo? Hallo? Leider kommen Ultra. 18:51 bis 20:51. Schauen wir mal, wie spät haben wir es denn? Yo. Es sind 15 Stunden. In 15 Stunden penne ich. Ja. Aber da wären tatsächlich... Ah, Mirror Challenge gibt es jetzt auch. Alter, richtig krass. Richtig krass. Aber nee, denn hier würde ich mir nämlich sehr gerne... Wo bist du? Hier bei Ultra, wenn ihr hier unten mal schaut. Bababam, Advanced Drift. Hier unten, ganz unten. Hier gibt es nämlich Piccolomon. Das will ich unbedingt haben. Vielleicht. Werde ich mir wahrscheinlich einen Wecker stellen und werde jetzt mal schauen, dass ich es fangen kann. Dann seht ihr halt ein Video um 3 Uhr nachts, beziehungsweise ich werde es da aufnehmen. Und ja, also ich sag mal so, richtig kranker Shit, was hier jetzt abgeht, also was hier schon alles dazugekommen ist. Dass jetzt schon hier die Supporter-Digimon dazugekommen sind, finde ich übertrieben. Wo habe ich denn hier? Da habe ich es. Love? Seit wann heißt es Love? Und Bond ist jetzt... Okay, irgendwie crank. Friendship muss auf 50 kommen. Ich würde sagen, das wird ein Problem, denn wir haben keine Ressourcen. Da will ich mich jetzt mal dahinter klemmen, dass wir das machen, denn ich sag mal so, es geht natürlich nicht, dass wir hier ein Spiel anfangen, dass wir dann am Ende nicht rocken können, ne? Also entweder ganz oder gar nicht, wie ich so schön sag. Und deswegen müssen wir uns hier hocharbeiten. Und vor allem jetzt, wo wir gerade noch so in der Top 50 sind. Jetzt haben wir natürlich eine schöne Herausforderung. Jetzt können wir das Ganze rocken. Wie viele Videos von DigiLegend kommen, weiß ich noch nicht. Es dauert natürlich, bis wir erstmal gut sind und alles. Doch, ja, es führt eigentlich keinen Weg drum herum, oder? Also rocken müssen wir das Ganze hier sowieso. Und wir sind auf Server 8, was bedeutet, wir haben gute Karten, hier relativ gut zu werden oder zu sein im Vergleich zu anderen Servern. 7 Server sind unter uns, also da wird es ein bisschen hart. Ein bisschen haarig, besser gesagt. Komm schon. Jawohl. Die Ressourcen reichen leider nicht, um uns hier auf Stufe 50 zu bringen. By the way, ich sag mal so, vom Power-Unterschied. Wenn ich jetzt in etwa so zum ersten Platz wie in der englischen Version von der Pokémon-App. Also... Und da wisst ihr jetzt, ich bin Platz 4, also es sollte kein Problem sein, hier noch voranzukommen. Einfach nicht aufgeben und hier aktiv am Start sein. Dann sollte das Ganze funktionieren.
Schauen wir mal. Mirror Challenge könnten wir vielleicht doch sogar schon machen. Ja, können wir schon machen. Ja, jetzt zeigen wir mal, was wir drauf haben, besser gesagt. Ah, haben wir das drauf? By the way, ich kämpfe zum ersten Mal mit ihm. Komm. Ich finde es krass, dass sie jetzt hier schon mit den Supportern anfangen. Es geht voll echt zügig. Was ist das für ein Digimon? Was bist du? Richtig schräg, was es hier gibt. So. Nächster Kampf. Den sollten wir jetzt doch auch schaffen, oder? Also wie gesagt, ich muss mich hier erstmal wieder reinfuchsen. Hier ein bisschen Gas geben. Aber ich sehe wirklich keine Probleme. Das dauert halt seine Zeit, ganz klar. Wenn du mich jetzt killst. Das Problem ist einfach, normalerweise würde ich jetzt hier einfach die ganze Zeit universelle Charge sparen und so das Ganze dann rocken. Doch das geht ja leider nicht, denn Monster-Revolte können wir nicht teilnehmen. Deswegen müssen wir das Ganze mit dir schauen und dir ist natürlich immer so eine Sache. Ja, schaut euch das an hier. Mein Spiegelbild hat gar keine Chance gegen mich. Und während ich das so sage, fällt mir erst ein, wie bescheuert das eigentlich klingt. So, komm, nochmal. Jetzt läuft's gerade so gut. Und das sehe ich jetzt hier als richtig schöne Herausforderung. Denn, wie gesagt, am Anfang, als das Game, als ich mit der Pokémon-App angefangen habe, war das in etwa der gleiche Levelunterschied wie jetzt. Und deswegen, ja, Potenzial ist da und wir haben jetzt wirklich eine Herausforderung. Alles neue Digimons hier in den Ladescreens. Was bist du denn? Alter Vater, siehst so hässlich aus, aber der Biker ist geil. Bam. Wir sollten auch jetzt demnächst hier Supporter freischalten und dann... Ja, dann werden wir das Ganze rocken. Ich beende auch jetzt das Video, denn wie gesagt, ich muss mich hier erstmal ein bisschen reinfuchsen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich würde mal sagen, demnächst werden wir uns hocharbeiten. Doch jetzt erstmal noch einen schönen Tag und bis.